Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute schließen wir die Display-Schutzfolienreihe ab, beziehungsweise die Schutzfolienreihe für das P30 Pro. Ja, ihr habt gesehen, ich habe schon einige Sachen wieder aufgebaut. Das sind derzeit alle Folien, die ich besitze. Das heißt, ich habe angefangen mit den Depos Flex-Geschichten, war dann ein bisschen unzufrieden, habe dann weitergesucht, habe dann so eine günstige Variante für 2 Euro gefunden, habe ich bis jetzt aber nicht verbaut, kann ich nicht viel zu sagen. Dann habe ich hier einen Screen-Protector, der für hinten ist, also eine Schutzfolie für hinten. Eine Depos ist für hinten. Dann haben wir hier die von Slickwebs. Dazu sage ich gleich noch etwas, da bin ich wahnsinnig enttäuscht. Dann die L&K Screen-Protector, den ich immer noch installiert habe. Auch dazu werde ich noch mal ein paar Worte verlieren. Dann habe ich hier noch einen Screen-Protector, den ich auch noch nicht drauf hatte. Ja, werde ich auch gleich sagen, warum ich hier noch 2 habe, die ich nicht benutzt habe. Und dann haben wir hier noch einen Schutz für hinten, für die Kamera. Werde ich auch gleich nochmal zeigen. Will aber erstmal ganz anfangen, bevor ich die Schutzfolie für hinten zeige. Darum geht es in diesem Video eigentlich auch. Will ich noch was zu den Folien für vorne sagen. Ich habe ja als erstes die Depos gehabt, war mit der unzufrieden, weil die so einen Strich hatte. Die war generell, also ich aus meiner Sicht war die nicht ganz so schön. Habe jetzt die L&K drauf und schon seit einigen Wochen. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Die sieht immer noch aus wie am ersten Tag. Keine Kratzer, kein Dreck unter den Kanten, die sind nicht gehoben. Also es ist wirklich aus meiner Sicht für mich derzeit die perfekte Folie. Deswegen habe ich die auch immer noch oben. Bin mit der echt total zufrieden. Solange die auch so bleibt, wie sie jetzt ist, werde ich auch die nicht mehr abmachen und auch keine neue drauf machen. Von daher kann ich leider zu der und zu der nicht viel sagen. Deswegen fallen die jetzt hier raus. Ja, dann habe ich mir als nächstes, werde ich auch gleich nochmal zeigen, einen Schutz für die Kamera hinten gekauft. Hier habe ich jetzt bewusst auf Glas gesetzt und nicht auf diese TPU-Folien, wie ich sonst verwende. Einfach weil hinten das Handy doch größtenteils hinten auf dieser Kamera aufliegt und Glas doch ein Stück härter ist als diese Folien. Um einfach da auch wirklich den bestmöglichen Schutz zu haben, habe ich hier Glas genommen. Und natürlich noch ein ganz wichtiger Grund: Glas ist einfach durchsichtiger als Folien. Das mag man beim Display an sich nicht sehen, aber bei der Kamera ist das wichtig, dass die wirklich 100% transparent sind. Und da habe ich bei den DPU-Folien immer so ein TPU-Folien schon so ein bisschen die Zweifel, ob das wirklich 100%, ja, kristallklar ist. Deswegen habe ich mich hier für das Glas entschieden. Aber jetzt wirklich jetzt, ich will jetzt keine Angst schüren oder irgendwas, diese TPU-Folien für vorne fürs Display, man kann wirklich keinen Unterschied zu ohne erkennen. Also das ist wirklich kristallklar. Aber eben bei der Kamera wollte ich das Risiko nicht eingehen. Deswegen habe ich mir diese günstige hier bestellt. Die kam nicht 4 Euro, hat auch ewig gebraucht, bis die aus China gekommen ist. Also ich denke, ich werde die unten verlinken. Könnt ihr für euch entscheiden. Ich weiß gar nicht, ob hier noch eine drin ist, wenn man das mal so zeigen kann. Ja, ein Trockentuch ist noch dabei. So sieht das Ganze aus. Ist wirklich ein kleines Ding. Passt nicht 100%, also ist ein Stück zu klein. Aber könnt ihr gleich nochmal gucken, wenn ich es umdrehe. Ja, kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Thema der Schutzfolie für hinten. Ich habe ja angefangen mit der Depos-Folie. Die hat ja in der Mitte so einen Strich. Dann war das Problem, dass die nach 2 Wochen, weil die einfach auf Kante geschnitten ist, sich an den Kanten gelöst hat. Das heißt, da kam direkt runter, die hat nicht mehr richtig gehalten, ich musste das abziehen. Dann hat die Slickwebs-Folie 3 Wochen auf sich warten lassen. Die kam dann hier lieblos in dieser Tüte, also weder eine Anleitung noch irgendein Karton. Also wirklich, ja, für den Preis, schon das Knistern jetzt, bin ich wirklich wahnsinnig enttäuscht. Ich war von den Slickwebs-Folien immer begeistert, ich habe die immer gerne für meine Handys verwendet. Und jetzt habe ich die auch daraufhin auch für dieses Handy gekauft, fürs P30 Pro. Zweimal in matt, einmal in durchsichtig, also in transparent. Ja, so sehen die Folien aus. Das sind die 2 matten. Das ist die transparente. Ja, ihr seht, ich habe noch 2 matte übrig. Ich habe sie noch nicht installiert. Liegt einfach daran, ich habe jetzt die transparente installiert gehabt. Und die ist auch so auf Kante geschnitten. Also die habe ich nass installiert. Das war mit so einem schönen Ding hier war mit dabei. Das war auch das einzige Zubehör, was dabei war, mit neben diesem tollen Tuch. Habe die nass installiert, das ging relativ gut. Die Ecken haben sich gut umgezogen, also umgelegt und passgenau ist die wirklich perfekt. Also die ist wirklich Millimeter passgenau und da ist auch ihr größtes Problem. Da die so passgenau ist, sind gerade hinten bei den Ecken, kommt man doch mal an die Ecke ran, dann hebt die Ecke sich, kommt direkt runter. Also die hat bei mir ganze 2 oder 3 Tage, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube 3 Tage waren es. Hat die gehalten, bis die Ecken wirklich 2 Ecken ja, ab waren. Und die konnte ich dann wieder abziehen und habe noch eine Alternative gesucht. Ja, die Alternative habe ich für mich persönlich gefunden. Kann jetzt noch leider auch kein Langzeittestbericht, also noch nicht von Langzeiterfahrung berichten.
Ich habe die jetzt auch erst ein paar Tage oben. Die sieht auch wirklich ja, man kann nicht erkennen, was es wirklich sein soll. Die hat eine kleine Besonderheit. Jedenfalls werde ich, um das nochmal anzusprechen, sollte sich bei dieser Folie irgendwas ändern, wo ich sage, okay, da hebt sich denn doch irgendwann die Kanten oder irgendwas ist mit der Folie, dann werde ich das unten in den Kommentaren schreiben, den Cockpit da auch unten drunter. Dann in dem Kommentar werde ich es anpinnen und werde dann da schreiben, wenn ich irgendwie mit der unzufrieden sein sollte. Bisher bin ich nämlich voll zufrieden mit der Folie. Ich zeige euch auch gleich warum. Ja, die war auch relativ günstig. Drei Folien sind drinne. Ich werde es auch nochmal rausholen. Zubehör ist relativ Mangelware gewesen. Also hier waren wirklich nur die Folien sowie zwei diese Reinigungstücher. Drei Folien, zwei Tücher. Auch ein bisschen aus meiner Sicht zu wenig oder hat jemand nicht richtig abgezählt. Auf jeden Fall waren innerhalb von einem Tag da. Die Anbringung extrem schwierig. So sehen die Folien übrigens aus. Die Anbringung war extrem schwierig. Ich habe es ähnlich wie die Slickwraps gemacht. Ich habe es vorher nass gemacht, damit ich die wirklich perfekt positionieren kann. Natürlich, wenn man diese Folie nass macht, die ist wahrscheinlich auch nicht darauf ausgelegt. Dann hat das wirklich extrem lange gebraucht, bis die Ecken sich angezogen haben. Ich habe da wirklich 2 Stunden, wirklich permanent bin ich über die Kanten gegangen, damit die sich da festziehen. Also die Anbringung relativ schwierig. Man könnte es wahrscheinlich auch ohne probieren, ohne Nassinstallation. Aber die ist, ja, müsste man probieren, kann ich jetzt nicht 100% beurteilen. Ich bin der Meinung, extrem schwer. Also die sind wirklich von allen Folien, die ich bis jetzt hier liegen habe, ist das die, die am schwierigsten anzubringen ist. Aber wenn sie einmal dran ist, zeige ich euch jetzt. Ich will auch nicht auf die lange auf die Folter spannen. Ja, sieht sie aus meiner Sicht perfekt aus. Das heißt, hier kann man vielleicht auch erkennen, ist wirklich super ausgeschnitten. Hier um die Kamera rum ist perfekt ausgeschnitten. Der ganz große Vorteil von dieser Folie ist, an der Kante bleiben Ränder. Das heißt, hier haben wir einen kleinen Spalt zwischen Folie und Gehäuse. Dadurch wird sich nicht so leicht heben. Dadurch, dass sie jetzt nass angebracht wurde und die Kanten ja Weilchen gebraucht haben, bis ich die umgelegt bekommen habe, weil sie einfach nass waren und nicht gehalten haben, ist jetzt hier leider an den Ecken ein kleines bisschen Dreck runtergekommen. Momentan hält es noch. Muss man natürlich schauen, wie sich das in der Zukunft verhält, ob es weiterhin hält oder ob es denn an den Seiten sich lösen wird. War aber mein Installationsfehler. Das heißt, das kann man jetzt der Folie nicht anlasten. Das habe ich verbockt, weil ich einfach versucht habe, das nass zu installieren. Ich wollte es perfekt drauf haben. Und ja, ist mir so gesehen auch, bin ich der Meinung, auch gelungen. Die sitzt wirklich perfekt drauf. Oben, unten, Seiten ist die wirklich 1A. Aber eben hier leicht Dreck drunter. Ich glaube, hier ist leicht Dreck drunter und hier auch ganz, also so ein, zwei Staubkörnchen, die sie einfach an diesen 2 Stunden eingeschlichen haben. Was aber auch natürlich ganz normal ist, wenn die wirklich die so ein bisschen abgehoben ist und dann, wenn man das Handy bewegt, ich habe es natürlich ein bisschen rumgetragen und alles. Und da kommt man ganz schnell ein bisschen Staub drunter. Ja, optisch, was soll ich sagen? Ich bin totaler Fan von diesen Carbon-Optik. Also für mich ist das wirklich optisch wirklich die beste Folie, die ich kenne. Bin wirklich hellauf begeistert davon. Muss man natürlich mögen. Das heißt, wer auf diese Carbon-Optik nicht steht, dem wird das natürlich nicht gefallen. Der wird die auch nicht kaufen. Völlig verständlich. Kann ich auch nichts dazu sagen. Was noch schön ist, die ist ein bisschen rau. Das heißt, die Rückseite ist nicht mehr so glatt. Sie spiegelt nicht mehr. Man kann sich da drin nicht mehr erkennen. Die Farbeffekte bleiben vollständig erhalten. Und sie passt eben, wie gesagt, auch wie angegossen. Also bisher, wenn die wirklich so bleibt, auch länger als 2 Wochen hält, bin ich wirklich total zufrieden damit. Also wenn die wirklich so wie die vorne ist, dass die wirklich dauerhaft hält, dann ist das für mich die perfekte Folie. Und an der Stelle werde ich dann auch aufhören. Das heißt, ich werde jetzt auch keine weiteren Folien denn mehr testen. Wenn die natürlich sich in 2, 3 Tagen wieder ablösen sollte, werde ich es nochmal probieren, trocken zu installieren. Wenn da das gleiche Spiel passiert, dann fliegt die natürlich weg und dann werde ich weiter testen. Dann werden auch weitere Videos kommen. Aber so sind wir erstmal mit dem Thema oder bin ich mit dem Thema Folie durch. Ich habe die perfekte Folie für vorne gefunden. Ich habe für mich für die perfekte Folie für hinten gefunden. Und mit dem Glas auf der Kamera bin ich auch zufrieden. Kann ja mal gucken, ob ihr das irgendwie ein bisschen erkennt. Also die passt auch wirklich. Also die ist hier ein bisschen zu kurz, aber ansonsten die ganzen Sensoren sind alle verdeckt. Sie ist noch kratzerfrei. Die habe ich jetzt schon 2 Wochen drauf. Ja. Also aus meiner Sicht ist mein Telefon jetzt perfekt geschützt. Ich habe es unten, also auf der Displayseite geschützt. Ich habe es auf der Rückseite geschützt. Ich habe es an der Kamera geschützt. Das Einzige, was jetzt nicht abgedeckt ist, das sind die Ränder, die Metallränder. Da muss man sehen, wie lange die halt so schön bleiben. Derzeit sehen sie noch sehr gut aus. Also ich bin von meiner Seite aus bin ich fertig mit der Geschichte.
Freue mich, dass ich für mich die richtigen Fohlen gefunden habe. Besonders über die Rückseite bin ich wirklich extrem glücklich. Ich finde die Optik wirklich Wahnsinn. Das sieht so gut aus, als wer auf diese Carbon-Optik steht, der wird voll drauf abfahren. So wie ich momentan. Also ich bin richtig gehypt davon. Kann ich wirklich nur empfehlen. Also ich tue ich auch das Ganze unten in die Links rein. Also wer das genauso schön findet wie ich, der sollte hier zuschlagen, weil das ist einfach eine einmalige Optik. Sieht man sonst nicht. Finde das wirklich schön. Der Farbeffekt bleibt wirklich, wie gesagt, vollständig erhalten, auch wenn man es hier innen von der künstlichen Beleuchtung nicht ganz so erkennen kann. Aber die Optik ist wirklich 1A. Und für alle anderen, die eben diese Optik nicht so mögen, da wäre aus meiner Sicht derzeit eigentlich nur die Dipos-Folie. Zumindest kenne ich keine andere Folie, die jetzt besser wäre. Da kämpft man halt mit dem Strich und dass die halt irgendwie wirklich auf Kante gearbeitet ist. Da muss man wirklich millimetergenau die Folie ausrichten und dann hoffen, dass man halt an die Kanten nicht rankommt. Ja. Oder man nimmt halt direkt eine ganz normale Schutzhülle, macht die drum und ja, ist dann halt damit glücklich. Mir haben diese Schutzhüllen eben nicht zugesagt. Ich bin ja so der Folientyp. Bei Schutzhüllen machen das Handy immer ein Stück größer. Schadet doch ein bisschen der Optik, die werden dicker. Bin jetzt mit Schutzhüllen der letzte Zeit jetzt nicht so zufrieden gewesen. Bin jetzt wieder komplett auf Folien umgestiegen. Und ja, was soll ich sagen? Wahnsinn. Ich kann es wirklich nur wiederholen. Ich bin wirklich, wirklich total glücklich mit dieser Folie. Ja, dann will ich auch nicht länger darüber reden, wie toll ich, wie zufrieden ich doch damit bin. Sollte sich jeder seine eigene Meinung bilden, dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit dem Telefon. Ich bin zufrieden, dass ich das Telefon habe, dass ich mich auch für das P30 Pro entschieden habe, dass ich jetzt die Folien gefunden habe. Und jetzt habe ich zigmal habe gesagt. Ich hoffe, es stört euch nicht. In dem Sinne, viel Spaß. Dann gucken, welche Videos demnächst denn kommen. Auf jeden Fall nicht mehr zum P30 Pro. Da bin ich jetzt soweit erstmal fertig. Wie vorhin erwähnt, wenn noch was sein sollte, dann komme ich nochmal zurück zu dem Thema P30 Pro. Ansonsten bis zu den nächsten Videos.